Die Geschichte von Tyre, eine der bekanntesten Heldinnen unseres Glaubens. Tyre wurde 1817 in eine angesehene Familie in Kroatien geboren und hieß mit bürgerlichem Namen Fatimi Umsalami. Sie war ein so außergewöhnliches Kind, dass ihr Vater sie Salim Taj, Goldkrone, nannte. Als sie von den Lehren des Scheik Ahmed erfährt, nimmt sie Kontakt zu Seyyed Kasim auf und schreibt Abhandlungen über das neue Denken. Seyyed Kasim gibt ihr daraufhin den Namen Karatulein, Augentrost. Im Barasch bei der großen Konferenz über das neue Denken bekommt sie von Baha'u'llah den Namen Tahere, die Reine, verliehen. Meine Geschichte geht keine Stunde. Und da das meiste ohne Mikrofon gesprochen wird, bitte ich um Ruhe. Viel Freude. In Ketten der Sehnsucht gebunden, von Schmerz und Elend geschunden, das Herz gebrochen und versehrt, Liebende, die ihre Liebe bekunden. Mein Geliebter erhebt das Schwert, meine Sünden sind überwunden. Was immer der Tyrann begehrt, er hat mich ergeben gefunden. Der graue Schmeichler sich zu mir kehrt, in den frühen Morgenstunden. Doch seine Erscheinung, geliebt und geehrt, ließ mir das Herz gesunden. Selbst Moschusduft gewintern wert, hat er sich seinen lockenden Wunden. Sein Blick, einen Glauben entehrt, den Tataren nicht überwunden. Vor dir, dem Leben abgekehrt, dem Liebe und Wein nicht munden. Wie wird da der Glaube Gottes geehrt, den er nicht überwunden? Die Locken deiner Liebsten du begehrst, dein Herz an Haus und Hof gebunden. Der Ewige deine Seele nicht beehrt, noch kümmern dich der Armwunden. Der Prunk eines Sekundar sei dir gewährt. Mein Glück habe ich als Kalender gefunden. Was dir gefällt, davon habe ich mich abgekehrt. Was du verschmähst, das werde ich erkunden. Weder ich noch wir hat einen Wert, so das Nichtsein du gefunden. Allein wenn es sich danach verzehrt, wirst du höchstes Glück bekunden. Westlicher Gedanke zu sein. Mulatari, wir müssen uns den Wissenschaften zuwenden. Wenn wir uns nur mit den Traditionen beschäftigen, besteht dann nicht die Gefahr, an den alten Dingen zu ersticken? Alte Dinge? Die Gesetze Gottes veralten nicht. Wer, wenn nicht wir, kann diese Gesetze hüten? Wir sind Männer Gottes, die Traditionen und Fragen unseres Glaubens studieren. Das ist unsere Wissenschaft. Dann gucken wir doch einmal ganz genau in unsere Tradition. Heißt es dort nicht, das Streben nach Wissen ist eine Pflicht für jeden Muslim? Seht selbst, die Traditionen geben mir recht. Sheikh Ahmad, alle Mullahs, die hier versammelt sind, streben Tag und Nacht nach Wissen, lobenswertem Wissen, um den Islam zu verstehen. Was nützt euch so lobenswertes Wissen über den Islam am großen Tag, der jetzt kommt? Heißt es nicht in unserer Tradition, am Tage des Gerichts bekommt die größte Strafe ein Gelehrter, dessen Wissen keinen Nutzen hatte? Sheikh Ahmad, es ist uns eine Ehre, Sie in unserer Stadt willkommen heißen zu dürfen, doch ihr sprecht in Rätseln. Lest doch unsere Überlieferung einmal ganz genau. Heißt es dort nicht über den Tag des Gerichts? Die Stunde wird nicht kommen, ehe die Sonne im Westen aufgeht. Es sind die Wissenschaften, die wie die Strahlen einer Sonne Licht auf unsere Fragen werfen. Was soll das Gerede über das Tag des Gerichts? Am Tag des Gerichts wird die Schöpfung zugrunde gehen. Es gibt nichts, was wir daran ändern können. Der Tag des Gerichts ist der Tag der Auferstehung.
der Tag, an dem der Posaunenschluss erscheint. Der Tag des Gerichts ist der, der in jedem eurer Gebete erwähnt wird. Und er ist näher, als ihr glaubt. Das sind unislamische Gedanken, die uns bringt, Sheikh Ahmad. Wir wollen doch nicht der Ketzerei Tür und Tor öffnen. In jedem eurer Gebete bittet ihr um Führung und den geraden Pfad. Jetzt ist es auch Zeit, diesen Pfad zu betreten. Ihr müsst jederzeit darauf vorbereitet sein. Ich jedenfalls halte mich an den Koran und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Islam vor der Ketzerei zu schützen. Es ist keineswegs die Ketzerei, die den Islam bedroht. Sheikh Ahmad, es ist besser, ihr verlasst unser Haus jetzt. Gott schütze euch. Sarin, bist du das? Ja, Vater. Belausch die Gespräche der Männer. Das hört auf, sobald du erstmal meine Frau bist. Welche sprichst du jetzt? Bloß ein Mädchen, nicht mehr. Ein Mädchen? Sie ist begabter als meine Söhne. Wäre sie doch bloß auch ein Sohn. Als Mann wäre sie zweifellos der größte Gelehrte in Kasim. Sarin, was redest du da? Mohammed wird diese Stellung tragen. Sarin wird deine Frau sein. Das ist mehr als genug Ehre für sie. Aber Vater, bedenkt doch, wenn es Allah gefiel, mir den Verstand eines Mannes zu geben, zeigt das nicht, dass wir uns einem neuen Zeitalter nähern? Wie kann sie es wagen, so zu uns zu sprechen? Das kommt davon, wenn man die Gespräche der Männer belauscht. Sie versteht nichts und kommt auf dumme Gedanken. Sarin, Mädchen, du musst lernen, dich unterzuordnen. Allah hat die Frauen zur Unterwerfung erschaffen. Halt! Du wirst genug Zeit haben, ihr Gesicht zu sehen, sobald ihr erst einmal verheiratet seid. Ich hoffe, sie wird bis dahin lernen, was sich einer anständigen Frau gehört. Keine Sorge, Vater. Ich denke, sie muss nur die Unterwerfung, die Allah wohlgefällig ist, noch ein wenig üben. Wie ein dressiertes Haustier? Ist es das, was du von einer Frau verlangst? Zarin, es reicht! Geh zurück in die Frauengemächer. Lern lieber, wie du mir dienen kannst, wenn dein Verstand so genial ist. Sie muss lernen, was sich einer anständigen Frau gehört. Denk daran, du musst dir mindestens einen Sohn schenken. Es ist Zeit zu gehen, denn es ist Zeit für das Gebet. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Komm her, meine Zerrin. Was soll ich bloß mit dir machen? Ach, Vater, ich will nicht in Onkel Takis Haus leben. Wäre es nicht besser, wenn ich hier bliebe? Bitte, Vater. Wie soll das gehen? Eure Ehe wurde am Tag deiner Geburt vereinbart. Freu dich doch und sei glücklich. Bitte, Vater, ich will hier bleiben. Oh, wärest du doch mein Sohn. Und bitte, Vater, verheirate mich nicht mit diesem Mohammed. Ja, so ist es in Persien im 19. Jahrhundert. Die Frauen stehen völlig unter der Herrschaft der Männer. Es werden gar nicht gefragt, was sie selbst wollen. Es wird einfach über sie hinweg entschieden. Sie dürfen nicht einmal alleine das Haus verlassen. Hatten Frauen überhaupt Kontakt mit der Außenwelt? Kaum. Sie wuchsen im Haus ihrer Eltern auf und hatten nur Kontakt zu anderen Frauen. Bis zur Hochzeit durfte kein Mann, ausgenommen ein sehr naher Verwandter, ihr Gesicht sehen. Ach so, deshalb auch der Vorhang, hinter dem sich Sarin versteckt und das Gespräch ihres Vaters mit dem Onkel und seinem Sohn verfolgt. Richtig, fremde Männer dürfen Frauen gar nicht ansprechen. So wie wir hier sitzen, ist für Sarin nicht möglich. Aber woher hatte Sarin da ihr Wissen, wenn sie doch mal nicht einmal das Haus verlassen durfte? Nun, Sarins Mutter war sehr gebildet, ebenso ihre Tante. Sie unterrichteten Kinder, Mädchen wie Jungen. Sarin konnte schon früh lesen und ihr stand die Bibliothek ihres Cousins Javad offen. So erwarb sie umfassendes Wissen über alle religiösen Traditionen. Und ihr seht ja, wie ihr Vater damit ringt, dass seine Tochter so klug ist, klüger noch als alle seine 8 Söhne und dass sie schon als Kind die Männer mit ihren Fragen ungeheuer herausforderte.
Hätte der Vater die Ehe nicht verhindern können? Er muss doch sehen, wie sehr seine Tochter unter dem ungehobelten Mohammed leiden wird. Ein Mann, der sogar vor Gewalt nicht zurückschrecken wird. Die Gebräuche fordern, dass die Eltern die Ehe ihrer Kinder arrangieren. Kinder haben dabei kein Mitspracherecht. Sarin wurde wie viele andere Mädchen mit 13 Jahren verheiratet. Liebe spielt da keine Rolle. Der junge Mann darf nicht einmal das Gesicht seiner Frau sehen. Alles, was der zukünftige Mann von seiner Frau sieht, ist eine Gestalt, die in einem Charo gewickelt ist und dich verschleiert ist. Was nützt mir mein Wissen, wenn er von meiner Familie und meinem Mann abgelehnt wird? Alles hat seinen Sinn. Liegt der Sinn für mich darin, angekettet zu sein? Es ist eine Qual, Jabbat. Es ist eine Qual, denken zu können. Und es ist eine Qual, denken zu müssen. Ich sage es noch einmal. Alles hat seinen Sinn. Machiavelli, Erasmus, Dante. Was für tiefe Denker und Gelehrte. Und wie erfrischen sie zu lesen und zu studieren. Für Muhammad gehören all diese Denker in den Giftschrank. Seyyid Kasim, Sheikh Ahmad, habe ich diese Namen nicht schon einmal gehört? Dann lege das Buch. Ich erinnere mich, seinerzeit im Haus meines Vaters. Sheikh Ahmad diskutierte mit den Geistlichen unserer Stadt. Er sprach von einem neuen Tag. Dann, bitte lege das Buch jetzt wieder zurück. Und man weiß, dass ich diese Schrift studiere. Die Auferstehung. Die Lehren des Sheikh Ahmad, eine Erläuterung von Seyyid Kasim. Studierst du diese Bücher tief in der Nacht, wenn die Sturköpfe dieser Stadt schlafen? Darauf kann ich dir jetzt keine Antwort geben. Bitte lege das Buch wieder zurück. Die Auferstehung, der verheißene Kaim. Diese Lehren sprechen von einem neuen Tag. Du spielst mit dem Feuer. In diesem Buch liegt Hoffnung für uns Frauen. Hör mal, Jabbat, was Seyyid Kasim schreibt. Sheikh Ahmad pflegt auch zu sagen, du wirst Zeuge eines außergewöhnlichen Geschehnisses werden. Nämlich, dass Gott, um diese Offenbarung siegreich zu machen, ein Wesen erschaffen will, dessen Wissen angeboren und nicht von anderen Menschen übernommen und erlernt ist. Hat dies Sheikh Ahmad damals nicht auch gesagt und damit meinem Onkel Taki das Blut in Wallung gebracht? Mit dem Kurzen wird die Erde in ein Paradies verwandelt werden. Ich bin gebannt durch diese Vision. Wahrlich, ich sage es, ihr werdet leben, um jenen Tag der Tage zu sehen. Weil, Jabbat, diese Prophezeiung, das ist genau das, was ich fühle. Bitte, ich muss diese Bücher lesen. Es ist gefährlich genug, dass ich diese Schriften kenne. Aber du als Frau. Wenn es für uns Frauen auch nur ein Fünkchen Hoffnung gibt, dann muss ich diese Bücher einfach lesen. Überleg dir das genauso. Diese Bücher und ich habe Ideen, die in Roswin jetzt völlig neu sind. Mein Kopf ist bereits voll von Ideen, die in Roswin völlig neu sind. Aber selbst Kasim spricht von einer Revolution. Ich würde mein Leben dafür geben. Ich muss mit Seyyid Kasim in Kontakt treten. Bitte, kannst du mir helfen? Wirst du mir helfen? Sein Mann ist entschieden gegen diese Lehre. Ach, das überrascht mich jetzt aber. Er ist doch eigentlich ein so gelehrter Mann. Spottet nur. Dein Vorhaben ist viel zu gefährlich. Ich bin ein Mensch wie ihr. Und ich wurde mit der gleichen Seele und dem gleichen Verstand geboren wie ein Mann. Ist die Zeit nicht reif für ein neues Denken? Oder ist das mein Fluch? Vater. Mein Sohn. Du wirkst bedrückt. Was bereitet dir solche Sorgen? Es ist meine Frau. Ich weiß, es ist nur eine Frau und sie ist sehr schön, aber sie hat einfach nichts, was einen Mann stolz machen könnte. Mach dir darüber keine Sorgen. Sie hat dir schon Söhne geschenkt und das reicht. Sie hat mir Söhne geschenkt, aber nicht sich selbst. Allah hat die Frauen erschaffen als Prüfung für die Männer. Je hübscher die Frau, desto größer ist die Prüfung. Aber sie fordert mich heraus. Herausfordern? Dich, einen Mann herausfordern, das
ist doch nun wirklich lächerlich. Sie hat keinen Respekt vor mir. Mein Sohn, du wirst einmal geistiger Führer dieser Stadt sein. Wie willst du das schaffen, wenn ich aber deine Frau vor dir Respekt hat? Ihre Brüder haben Angst, mit ihr zu diskutieren, weil sie mit ihren Beweisen allen zeigt, wie sehr sie im Unrecht sind. Du darfst ihr nicht erlauben, unbefugt zu sprechen. Es ist schrecklich. Immer betet sie. Beten, beten, beten. Sie schreibt, schreibt und immer wieder zitieren, zitieren, zitieren. Wen zitiert sie denn? Dichter, Mystiker, Überlieferung, was weiß ich. Mohammed, der Fall ist doch ganz eindeutig. Du lässt dir entschieden zu viel Freiheit. Zarin, bleib auf ein Wort. Wie du wünschst, Onkel. Was gibt es denn? Ich höre, dass mein Sohn sehr verärgert über dich ist. Ich versuche ihm eine gute Ehefrau zu sein, so gut es mir möglich ist. Lügnerin, du bringst Schande über die Familienehre. Ehre? Du redest von Ehre und denkst dabei an Gewalt. Könnte es sein, dass du Ehre und Gewalt verwechselst? Womit hast du mir das verdient? Du bist keine Frau, du bist ein Dämon. Du musst nicht so laut schreien, um mir deine verfluchte Eitelkeit zu beweisen. Ich weiß auch so, dass ich recht habe. Ruhig, mein Sohn. Ich würde doch lernen, was ich gehört habe. Lass uns erst mal schauen, was ich vor uns verstecken wollte. Seyd Kasim, der Verheißene. Der Verheißene? Welche Verheißene? Das ist doch wohl offene Ketzerei. Das klingt verdächtig nach... Ja, das riecht förmlich nach Sheikh Ahmad. Seyd Kasim ist wohl vom gleichen Schlag. Woher hast du diese Bücher? Sprich mit deinem Mann. Ich habe sie mir ausgeliehen. Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Von wem? Ich war in der Bibliothek. Der Wart kam hinzu und wollte verhindern, dass ich mir das Buch ausleihe. Aber ich habe nicht auf ihn gehört. Wie kannst du nur? Du widerst mich an mit deinem Beten, Rezitieren. Und jetzt auch noch diese ketzereischen Schriften. Hast du schon mal versucht, mich zu verstehen? Mir ist es doch egal, was ich denke. Und dir wäre es am liebsten, wenn ich überhaupt nicht denke. Die Wahrheit interessiert dich einfach nicht. Findest du, belästigst meinen Sohn mit diesem Unsinn und nennst es ja noch die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass sich etwas in Persien verändern wird. Kann ich nicht sagen, was mein Herz bewegt? Es wird sich rein gar nichts verändern. Du bist verrückt und das sind die Schriften eines Verrückten. Ich werde diese Lehre genauso wenig aufgeben, wie ich die Wahrheit aufgeben werde. Da siehst du es, Vater, dieses Denken. Immer wieder dieses Denken. Tarin, du musst lernen, so zu sein, wie Gott es bestimmt hat. Eine anständige Frau, eine Frau, die ihrem Mann gehorcht, das ist der Wille Gottes. Was den Willen Gottes angeht, der ist mir heilig. Entschuldigen Sie, Ihre Heiligkeit. Was ist? Ihr stört uns. Mullah Salih und Madinir. Vater. Salih. Was ist geschehen? Ich habe laute Stimmen gehört. Deine Tochter! Sie hat meinen Sohn verraten! Seyd Kasim? Die Lehren des Sheikh Ahmad? Woher hat sie diese Bücher? Von Jawad. Jedenfalls behauptet sie es so. Serin, wie kannst du? Vater, diese Lehren bringen den Frauen neue Hoffnung. Und auch den Männern. Wie kann ich nur mit so einer Frau zusammenleben? Es ist unerträglich. Es muss sich etwas ändern. Schnellstens. Bruder Mohammed sollte sich eine neue Frau suchen. Serin, hast du das gehört? Was hat sie getan? Soll er doch, wenn es ihm gefällt. Was ist nur in sich gefahren, Serin? Du musst den Islam ehren und deinem Mann gehorchen. Ich ehre den Islam. Ich ehre ihn mehr, als ihr denkt. Du studierst diese ketzerischen Schriften und meinst damit, den Islam zu ehren? Vater, du kennst mich. Den Islam zu ehren bedeutet für mich, den Islam zu verstehen. Ich will einfach genau wissen, was Gott von mir verlangt. Was Gott von dir verlangt, kann ich dir sagen. Vater! Vater, Onkel, bedenkt doch, ist es nicht auch in eurem Sinne, dass ich den Islam besser verstehen lerne? Du kannst den Islam am besten verstehen, indem du meinem Sohn zuhörst. Ich glaube, am besten wäre es, wenn ich nach Kabila pilgern würde.
um dort an den heiligen Schrein zu beten. Nach Kabila pilgern? Was du sagst, zeigt, wie verrückt du bist. Vater, darf ich sprechen? Wenn es dein Onkel erlaubt. Mein Mann war schon 9 Monate in Kabila, um an den Schreinen zu beten. Nun hat er nach mir gesandt. Sarin könnte mich doch begleiten. Dich begleiten? Und du glaubst tatsächlich, dass du dort zum rechten Glauben findest? Ja, Vater, ich habe Hoffnung. Und ich bete. Ich traue dem Ganzen nicht. Dieser Ketzer, Seyd Kasim, kommt doch aus Kabila. Aber bedenk doch die Macht der heiligen Schreine. Die heiligen Schreine könnten schon. Ich meine, was sonst könnt ihr noch helfen? Was sonst könnt ihr deine Ehe retten? Ich stimme dir zu, Taki. Und ich bin überzeugt, dass Sarin den Unterschied zwischen einem verrückten und sehr altehrwürdigen Macht des Islams in Kabila klar und sicher erkennen wird. So lasst sie gehen, je eher, desto besser. Hoffentlich kommt sie dort zur Vernunft. Lass uns gehen. Tausend Türen tut er auf. Oh ja, mein Ehemann zu sehen. Und zieht Kasim zu Füßen zu sitzen. Sagen, heute sind 2 Päpern gekommen. Einer von Ali und einer für dich. Von Zid Kasim? Selbst der Briefstrahl. Ja, Kurator Engst. O du Trost meiner Augen, du Freude meines Herzens. Er hat dir einen neuen Namen verliehen. Augentrost. Als Kurator Lane reise ich nun nach Kabila. So hat Tahereh schließlich erreicht, was sie so sehr wünschte. Ihr Vater, ihr Onkel und ihr Ehemann glauben, sie wird in Kabila schon zur Vernunft kommen und lassen sie deshalb ziehen. Sie muss sehr weit reisen, eine Reise, die mehrere Wochen dauert. Und als sie schließlich in Kabila ankommt, muss sie zu ihrer großen Enttäuschung feststellen, dass ihr Lehrer Seyd Kasim gerade 10 Tage zuvor verstorben ist. Sie bleibt im Haus der Witwe Seyd Kasims und studiert systematisch alle Bücher, die Seyd Kasim hinterlassen hat. Dann beginnt sie zu unterrichten, zunächst die Frauen. Aber sie ist so brillant, dass sie schließlich auch die Männer hinter einem Vorhang unterrichtet und sie anspornt, den Verheißenen zu suchen. Sie wird dabei auch von einer Vision aus einem Traum angetrieben. Der Glanz deines Angesichts leuchtet hell. Von deinem Antlitz steigt ein Strahlen in die Höhe. So spricht doch das Wort. Bin ich nicht euer Herr? Und du wirst es mit unserer Antwort sein. Geht es nicht
nicht etwas zu weit, Frauen zu unterrichten? Du meinst, ihr Männer habt es nötiger? Nein, ich meine, die Frauen werden nichts verstehen und nichts bewirken. Ich sage euch, ohne die Frauen werden auch die Männer nichts bewirken. Geht jetzt, Gnade Gottes sei mit euch. Nur diese Kleingläubigen. Sie sind noch nicht so weit. Ali, hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Seitdem sehe ich nichts anderes mehr. 18 Seelen. Der hat seine ersten Lieder. Die Buchstaben zu lebendig berufen. 18 Buchstaben des lebendigen Wortes. Und er ist der 19. Der Anfang des Korans und der Anfang jeder Surre. 19 Buchstaben. Schaut her, ich habe den Kommentar des Babs, der Sure Josef. Worte hier. Es sind dieselben Worte, die ich in meinem Traum sah. Der Glanz deines Angesichts leuchtet hell. Von deinem Antlitz steigt ein Strahlen in die Höhe. So spricht doch das Wort. Bin ich nicht euer Herr? Und du bist es, wird unsere Antwort sein. Er ist der verheißte Kaim. Was für ein Der Bar hat dich zu einem Buchstaben gewendet. Dich als die einzige Frau unter seinen Schülern. Ich empfing eine Vision. Die Vision der Wahrheit. Ich habe mein ganzes Leben lang nach ihr gesucht. Das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gesehen. Ich bin dessen nicht würdig. Du bist das Sinnbild der brennenden Himmel. Rosalind, der Bar wies uns an, in unsere Geburtsorte zurückzukehren und die Botschaft zu verbreiten. Mahdi und ich werden deshalb nach Roswin zurückkehren. Wohin wirst du deine Schritte richten? Ich werde auch die Botschaft lehren. Ich bin nicht mehr dieselbe Frau, die ich mal war. Ich werde nie wieder stumm in der Ecke sitzen. Und deine Kinder? Was passiert mit ihnen? Mohammed wird nicht zulassen, dass ich mit ihnen frei rede. Was wird er ihnen denn sagen? Was er ihnen sagt, spielt keine Rolle. Meine Kinder sollen wissen, dass ich mein Leben nun Gottes widme. Und Mohammed? Ich kehre zurück, aber nicht als seine Frau. Ich kehre zurück, um die Botschaft zu lehren. So eine gesegnete Schwester, dass sie klug und stark ist, wissen wir ja schon lange. Aber so ein hoher Rang an Frau, als Frau, ein Buchstab des Lebendigen. Mehr noch Der Bab sagt, er habe aus dem Wesen der gesamten Schöpfung einen Buchstaben des Lebendigen geschaffen, aus dessen Wesen dann der Nächste. Und aus dem Wesen der aller Buchstaben der Lebendigen, über Kuratulein, als seine eigene vollendete Schöpfung erschafft. Wie könnte ihr Mann Mohammed niemals würdig sein, sie als seine Frau zu bezeichnen? Welcher Mann könnte überhaupt ihrer würdig sein? Sarin! Wie ich dich vermisst habe. So lange ist es her. Wie ist es dir ergangen? Vater, der Kaim ist erschienen. Ich bin mir sicher, der Bab ist der Verheißene. Der Bab? Er ist nur ein gemeiner Kaufmann, nicht einmal einer von uns. Der Bab besitzt angeborenes Wissen, das nur ein Prophet Gottes besitzen kann. Und er ist von reiner Abstammung. Der Bar, er ist nur ein gemeiner Kaufmann, nicht einmal einer von uns. Wie kannst du nun seinen Anspruch akzeptieren und das bei all deinem Wissen? Vater, mein Wissen ist nur ein Tropfen. Sein Wissen ist so groß wie ein Meer. Dein Wissen nur ein Tropfen? Ach, wärest du mein Sohn, hättest selbst seinen Anspruch erhoben, der Kain zu sein. Vater, hätte ich das annehmen können, aber von einem Kaufmann aus Shiraz, was soll ich dazu sagen? Vater, als dein Sohn hättest du mich als der anderen... Als der verheißene Kaim anerkannt. Wie soll ich mich da in meinem Urteil irren? Sarin, du bist nur eine Frau. Mohammed ist hier. Das sehe ich wohl. Siehst du auch, welche Schande du in mein Haus gebracht hast? Die Wahrheit ist keine Schande. Und das, was ich aus Kabila mitgebracht habe, ist die Wahrheit. Wie kannst du es wagen, so mit deinem Mann zu sprechen? Meinem Mann? Ich habe aber keinen Mann.
Was hast du da gerade gesagt? Wer die Religionen Gottes verleugnet, ist unrein. Du nennst mich also unrein, weil ich die Religion Gottes verleugne? Soll etwa das, was dieser verfluchte Kaufmann verkündet, die Religion Gottes sein? Zum Glück gibt es gute Neuigkeiten aus Shiraz. Aus Shiraz? Dein Kaufmann wurde in der Festung Marku gefangen genommen. Eins ist gewiss, dieser Mann wird sterben. Selbst wenn jeder einzige heilige Priester aus diesem Lande dazu erforderlich wäre, sein Todesurteil zu fällen. Was muss das für ein Typ sein, der seine Botschaft, er nennt es ja Religion, durch eine Frau verbreitet? Was ist nur in dir? Wie hast du dich nur so verleiten lassen? Du verlässt deinen Mann, deine Kinder und nennst das auch noch Wahrheit? Wie hast du deine Wahrheit? Das Volk muss vor diesen Irrelehren beschützt werden. Deshalb verbiete ich sie hier in Qazvin. Hörst du mich? Zerrin, das ganze Land ist aufgewühlt. Der Pöbel umringt schon unser Haus, um deinen Körper in Stücke zu reißen. Und mein Gott, sie töten diese Babis schon zu Tausenden. Ist das dein Ziel? Ziel hin, Ziel her. Wenn es sein muss, werde ich dich in Ketten nach Hause bringen und du wirst das Ganze nie wieder erwähnen können. Ich werde nie wieder zu dir zurückkehren. Wäre es dein Wunsch gewesen, mir ein treuer Gefährte zu sein, so wärst du nach Kabila geeilt und zu Fuß meiner Sänfte zurück nach Qazvin begleitet. Aber so soll es nicht gewesen sein. Ich habe dich auf ewig aus meinem Leben verstoßen. Hast du auch noch den letzten Rest an Schamgefühl verloren? 3 Jahre sind seit unserer Trennung vergangen. Und es gibt nichts in dieser noch in der nächsten Welt, was mich mit dir verbindet. Ich werde noch heute für die Scheidung sorgen. In Gottes Augen sind wir längst geschieden. In Gottes Augen bist du eine Abtrünnige. Es reicht, ich kann mir die Worte dieser Ungläubigen nicht länger ertragen. Gerne würden sie das Licht Gottes mit ihrem Mund auslöschen. Aber Gott will sein Licht nur vollkommen machen. Dreckige Schlampe! Genug, Takil. Es reicht. Ich werde meine Tochter zu mir ins Haus nehmen. Dann kann sie keinen Schaden mehr anrichten. Oh, Onkel. Ich sehe deinen Mund voll Blut. Shakir Inge hat Tanja in einer Vision gesehen. In einer Vision hat sie den Baum erkannt. Und jetzt hat Tahir diese schreckliche Vision von ihrem Onkel mit dem Mund voll Blut. Kurz darauf wird Mullah Taki tatsächlich von einem Anhänger Sheikh Ahmad durch einen Dolchstoß in den Hals getötet. Muhammad, ihr Mann, ist in seiner Eitelkeit schon tief verletzt und glaubt nun, Tahereh habe alles angezettelt. Er geht sogar zum Gouverneur, um das Todesurteil über seine Frau verhängen zu lassen. Tahereh soll mit Brandeisen gefoltert werden, um ihr ein Geständnis abzupressen. Alles ist bereit. Die Brandeisen glühen schon. Doch im letzten Augenblick kommt die Nachricht, dass sich der Mörder gestellt und freiwillig gestanden habe. So wird Tahereh nun unter Hausarrest gestellt. Eines Tages wird ihr von Mahdi ein Brief überbracht. Er von Baha'u'llah, der sie zu einer Konferenz einlädt. Heimlich flieht sie in der Nacht mit einem Diener und macht sich auf nach Teheran. Dort gelangt sie in die Gegenwart Baha'u'llahs. Baha'u'llah selbst bezeugt, dass Tahereh dort seine Stufe erkannt habe. Sie sagt fortan zur Verwunderung der Mitgläubigen immer, dass sie nur den Anweisungen Baha'u'llahs folge. Baha'u'llah hat in Badasht in der Nähe von Teheran 3 Gärten für eine bedeutende Konferenz über die Geschicke des Glaubens angemietet. Sie dauert 3 Wochen und jeder der anwesenden Gläubigen erhält im Verlauf der Konferenz einen neuen Namen. Ich sage euch, die Zeit ist gekommen. Wir müssen unseren Glauben verteidigen. Freunde, fragt euch zuerst selbst: Seid ihr wirklich bereit, mit allen alterwürdigen Traditionen des Islam zu brechen? Kommt, setzt euch. Wir sollten in Ruhe über alles reden. Meister, Tahereh ist da. Sie erwartet euch in ihrem Zelt. Tahereh? Das ist ihr neuer Name. Baha'u'llah hat Kuralai ihm den Namen Tahereh verliehen. Sag
Sag deiner Herrin, dass wir im Moment beschäftigt sind. Ich werde später mit dir sprechen. Ach, danke. Ich werde es ihr aussuchen. Warum hat diese Frau ein eigenes Zelt und einen der Gärten bekommen? Für mich hat sie hier nicht zu suchen. Sie mag ja rein sein wie Fatima, aber warum mischt sie sich in unsere Angelegenheiten und verlangt, dass Rudus zu ihr kommen solle? Wir müssen uns darum kümmern, den wahren Islam vor dem Verfall zu schützen. Frauen spielen da einfach keine Rolle. Frauen sind nicht unser Problem, solange seine Heiligkeit der Barbethaft ist. Ich sage, sie sollten in den Kampf gegen die Schiiten ziehen. Wir sollten ihnen zeigen, wessen Schwert von Gott geführt wird. Schwert? Es heißt, am Tag des Gerichts werden die Menschen über den Sirat schreiten, der so scharf ist wie ein Schwert, sodass die Ungläubigen ins Verderben stürzen. Unsere Schwerter sind wahrhaft scharf. Lasst sie uns gegen die Ungläubigen einsetzen. Aber haben wir denn die Wahrheit gesucht, um Krieg zu führen? Es heißt in einer anderen Tradition, am Tage des Gerichts werde Fatima selbst unverschleiert den Sirat überschreiten. Und? Siehst du Fatima irgendwo? Sollen wir nun auf Fatima warten? Wir haben keine Zeit zu warten. Sie werden womöglich seine Heiligkeit, den Barf, töten, wenn wir uns nicht erheben. Dies könnte jeden Tag passieren. Wir müssen auch auf seinen Tod vorbereitet sein. Meister, Tahereh sagt, ihr sollt sofort zu ihr kommen. Deine Herrin stört mich. Das gefällt mir nicht. Sie befiehlt es aber. Ihr müsst kommen. Ich muss gar nichts. Und vor allem muss ich mich nicht von einer Frau befehlen lassen. Richte das deiner Herrin aus. Wenn ihr nicht zu ihr kommt, dann wird Tahereh hierher kommen. Geh, lass uns jetzt allein. Ich kann aber nicht zu Tahereh zurückkommen, ohne dass ihr mich begleitet. Habe ich dir nicht schon meine Antwort gegeben? Wenn ihr euch weigert, den Wunsch meiner Herrin zu erfüllen, dann nehmt dieses Schwert und beendet mein Leben. Will Rudus im ersten Abendlied den Kopf abschlagen? Das werden wir wohl nie erfahren, ne? Sieh doch den großen Gegensatz zwischen Rudus und Tahereh. Die Gläubigen sind orientierungslos. Sie wissen nicht, in welche Richtung sich alles entwickeln soll, hier in Badasht. Aber ich verstehe nicht. Warum will sich der Diener lieber köpfen lassen? Schlüpfe doch einmal in die Rolle des Dieners zu der damaligen Zeit. Es gibt für ihn keinen Ausweg. Dass Tahereh einfach so hereinkommt, ist unvorstellbar. Ihren Befehl nicht auszuführen, ist ebenso unvorstellbar. Und warum ist das so unvorstellbar? Dieser Diener kennt unbedingten Respekt und Gehorsam. Respekt vor der Autorität Brutus und Gehorsam gegenüber seiner Herrin. Für ihn gibt es da keinen Ausweg. Entweder ist respektlos oder ungehorsam. Keines von beiden kann er für sich akzeptieren. Und so will er lieber sterben? Das werden wir wohl nie erfahren. Aber Rudus kann doch den armen Diener nicht einfach töten. Hätte er das wirklich gemacht? Hier sind wir aufgefordert, selbst eine Antwort zu finden. Ist da vielleicht ein Geheimnis zu entdecken? Das ganze Drama findet doch in Bahodas Zelt und in seiner Gegenwart statt. Er könnte doch mit einem Wort Rudus zum Andenken bewegen. Meint ihr nicht? Es könnte doch sein, dass Tahereh und Rudus den Auftritt zusammen mit Bahá'u'lláh geplant haben, um dass sie alles für die Gläubigen zu inszenieren. Und der arme Diener könnte dabei sterben? Wer weiß, aber die Lage des Glaubens wird so auf höchst dramatische Weise für alle ganz klar. Es ist tatsächlich eine neue Zeit angebrochen. Ein neues Denken entwickelt sich und neue Sitten kommen auf sie zu. Und dabei wird der Islam nicht reformiert, sondern völlig abgelöst. Zugegeben, der Diener spielt eine tragische Figur, wenn er nicht eingeweiht worden ist. Die Ereignisse spitzen sich noch zu, als das Unvorstellbare wirklich geschieht. Legt eure Schwerter nieder, meine Gefährten. Lasst ab von eurem Zorn. Die Zeit des Schwertes ist vorbei. Zu dieser Stunde ruft uns die himmlische Stadt zu ihren Höhen. Schaut in mein Gesicht und seht die verheißene Stunde. Ich bin das Wort, durch das die Könige der Erde die Flucht ergreifen. Ich bin der Posaunenstoß. Nein! Oh. Wahrlich, inmitten von Gärten und Flüssen wird der Fromme weilen. Auf dem Sitze
der Wahrheit, in der Gegenwart des mächtigen Königs. Der Morgen der Führung lässt eine Brise wehen. Der Horizont der Welt erstrahlt allen Seelen. Kein Scheik wird heuchelnd den Thron sich wählen. Nie wieder nur stehen seine Münzen zählen. Den Turban wird man ihm vom Kopf nehmen. Kein Scheik mehr, kein Geheimnis und keine Juwelen. Die Welt hört auf, nach Blendwerk zu streben. Menschen sollen nie mehr Lug noch Trug erleben. Der Tyrann wird sich dem Gesetz übergeben. Und Unverstand wird sich zu Wissen erheben. Der Mantel des Rechts wird über allem schweben. Und der Keim der Freundschaft und Einheit wird leben. Arglist und Tücke wird es nicht mehr geben. Und für die Einheit werden Gegensätze aufgegeben. Eure Majestät, hier sind frische Blumen, ein Geschenk des Sultans, damit ihr euch an ihren zarten Knospen erfreut. Bringt das hier rein. Wir haben aus Europa gehört, dass sich dort viele Männer an dünnen Mädchen erfreuen. Schaut mal ihr glänzendes Haar. Wollt ihr mich beleidigen? Wollt ihr meinen guten Geschmack in Frage stellen? Dreh deinen Kopf. Sagen Sie sie nicht. Davon wird sie auch nicht schöner. Hier, ist das Mädchen. Ich kann man ja gar nicht anschauen. Und jetzt schafft sie vor. Und gibt ihr noch mehr zu essen. Und was ist mit dieser hier? Badet sie in Moschusöl und reinigt ihren Mund mit Minze. Und wie wäre es mit dieser hier? Bringen Sie mir morgen wieder. Die eine genügt mir für heute. Majestät, Sie haben sie gefasst! Frau Oswin? Ja, Sie nennen sie Tahereh. Bringen Sie her. Das habe ich bereits veranlasst. Sie muss sterben! Warum so durstig nach dem Blut? Der Anhänger des Bar. Sie versuchen, den Islam zu zerstören. Gibt es dafür Beweise? Sie veranstalten geheime Treffen überall in Persien. Geheim? Lass sie sich doch treffen. Oh, es ist nicht so harmlos. Jeder Mann bekommt ein Getränk aus Haschisch und Opium. Und es dauert kaum eine Stunde, bis sie ihren Verstand verlieren und sich als Anhänger des Bab bekennen. Meinst also, diese Tahere hat ihren Verstand verloren? Wie kommt es denn, dass man meint, sie sei die gescheiteste und schönste Frau meines Landes? Majestät, haben Sie nicht vernommen, was man sich im Land erzählt? Ach, das Geschwätz der Leute. Darauf muss man doch keine Acht geben. Majestät, Sephir, der Hofschreiber, hat einen Bericht verfasst. Du meinst, er hat das Geschwätz zusammengefasst? Sei es drum, lass hören. Folgendes wird erzählt. Sie schmückt ihren Versammlungsraum wie eine Brautkammer und sich selbst wie ein Pfau des Paradieses. Dann ruft sie die Anhänger des Bab zu sich und erscheint unverschleiert vor ihnen. Zunächst geht sie zu einem Thron, um wie ein frommer Priester an Himmel und Hölle zu erinnern. Und dabei zitiert sie ausgiebig aus dem Koran und die Traditionen. Dann sagt sie ihnen, wer immer mich berührt, dem kann das Höllenfeuer nichts mehr anhaben. Die Leute erheben sich dann und gehen zu ihrem Thron, küssen ihre Lippen, auf das sie, vor denen die Rubine des Ramadan verblassen,
und reiben ihre Gesichter an ihren Brüsten, die die Granatäpfel des Paradieses verkümmern lassen. Eure Majestät Tari ist da. Bringt sie rein. Habe ich mich heute nicht schon den ganzen Tag drauf gefreut, wahre Schönheit und etwas Geist in meinem Palast zu sehen? Nimm deinen Schleier ab. Ganz Persien hat von deiner Nacktheit gehört. Wir wollen uns dein Gesicht anschauen. Sie starrt direkt in eure Augen, Majestät. Hast du kein Schamgefühl? Weib! Man sagt, du wärst eine Dichterin. Sagt man das? Rezitiere etwas für mich. Die Locken deiner Liebsten du begehrst, dein Herz an Haus und Hof gebunden, der Ewige deine Seele nicht beehrt, noch kümmern dich der armen Wunden. Der Prunk eines Sikandar sei dir gewährt, mein Glück habe ich als Kalandar gefunden. Was dir gefällt, davon habe ich mich abgekehrt, was du verschmähst, das werde ich erkunden. Jetzt habe ich aber die schönste Frau Persien sprechen gehört. Also sprechen Persien. Ihr eigener Vater hat sie verstoßen. Ihr Mann hat sich aus gutem Grund von ihr geschieden. Ist dir klar, warum das wohl der Fall ist? Ich befasse mich nicht mit dem Wahn kleingeistiger Männer. Kleingeistige Männer? Die heiligsten Mullers. Sagtest du als kleingeistig? Ist es das, was sich dieser Kaufmann Schiras wert? Von seiner Heiligkeit Lippen spricht nichts als die Wahrheit. Geht mir aus den Augen, ihr alle. Lasst mich mit der Frau allein. Aber Majestät, dieses Raus eine Ketzerin! Raus jetzt! Ich bin das gleich in allem Gerede über Religion. Sprich zu mir, Tare, über die Liebe. Glaubst du, es interessiert mich, welchen Namen du deinem Gott gibst? Lass mich heute Abend dein Gott sein. Ihr seid voll Leidenschaft. Wurdest du nicht für die Leidenschaft eines Königs geschaffen? Sei meine Königin. Ich werde dich für all meine Ehefrauen stellen. Nichts, rein gar nichts habe ich mit eurer Leidenschaft zu schaffen. Arasi? Was hat sie getan, Majestät? Der Geist dieser Sache gefällt mir gar nicht. Widerrufe deinen Glauben, weib! Niemals! Das ist wirklich nicht, aber willst du sterben? Deine sogenannte Religion ist ein Verbrechen. Mein Glaube ist also mein Verbrechen. Dann ist das wohl dasselbe Verbrechen, das dem Gesandten Gottes vorgeworfen wurde. Weib, wie kannst du es wagen? Schafft sie vor. Lasst es mich mit den Worten aus dem heiligen Koran erklären. Ich verehre nicht, was ihr verehrt, noch verehrt ihr, was ich verehre. Ich will nicht verehren, was ihr verehrt, noch wollt ihr verehren, was ich verehre. Euch euer Glaube, mir mein Glaube. Und schafft sie es endlich vor. Eine Frau ihresgleichen hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. Hier hat Tahereh mit einem Vers aus dem Koran den Sieg davongetragen. Das war eine starke Antwort an den Schah und seinen Minister. Aber so eine Antwort ist natürlich nicht dafür geeignet, ihr das Leben zu retten. Ihre Eloquenz, sagt Abdu'l-Bahá, war der Schrecken ihres Zeitalters und ihre Vernunft versetzte die Welt in Aufruhr. Sie war ein Feuerbrand der Gottesliebe und eine Lampe, die aus Gottes Güte leuchtet. Aber die Worte einer Frau haben in dieser Zeit nicht mehr Gewicht als das Geplapper von Kindern. Eine Frau würde genauso wenig verantwortlich gemacht für das, was sie sagt, wie ein Kind. Da die Worte einer Frau so eine geringe Bedeutung haben, wird Tahereh auch nicht sofort wegen Ketzerei hingerichtet. Und wäre die Hinrichtung einer Frau wegen ihrer Worte nicht eine allzu große Anerkennung? Eine Anerkennung, die einer Frau gar nicht zusteht? Wäre eine öffentliche Hinrichtung
nicht eher ein Triumph für die Frauen? Ein Sieg für die Gleichberechtigung? Das durfte nicht geschehen. Tahereh sollte bedeutungslos von der Bühne verschwinden. Heimlich. Sie wird daher zunächst unter Hausarrest gestellt. Von dem heutigen Tag an werde ich fasten und beten, bis ich meinem Geliebten gegenüberstehe. Bitte sprich nicht so. Du machst mir Angst. Weine nicht. Die Zeit zu klagen ist noch nicht gekommen. Bitte achte darauf, dass meine Andacht von niemandem gestört wird. Niemand wird in die Nähe dieser Tür kommen. Ich habe noch etwas. Dort in der Truhe. Es ist für dich, wenn ich nicht mehr da bin. Was wollen Sie? Die Frau aus Kasim. Sie steht unter der Obhut meines Mannes. Ihr Mann kann sie nicht länger schützen. Sie muss noch ihre Sachen packen. Da, wo sie hingeht, braucht sie nicht. Können Sie nicht etwas später wiederkommen? Es reicht! Sie kommt jetzt sofort mit! Ich bin bereit. Denk an mich und frohlocke. Ich werde an dich denken. Für den Rest meines Lebens werde ich an dich denken. Jeden Tag und jede Stunde werde ich an dich denken. Wir haben die. Ist jemand auf deinem Weg erkannt? Niemand. Wir sollten es hinter uns bringen. Heute noch. So hat es der Hasi angeordnet. Bringt sie. Was nun? Du arbeitest so hart, um hier die Böden zu schrubben. Ist es das, was du dir für dein Leben vorgestellt hast? Ein schmutziger kleiner Hund? Ein Speichellecker? Oder wärst du lieber ein tapferer Mann? So wie wir. Tapfer? Ich bin tapfer. Hier, trink nur, du Tapferer. Aber sag mal, Wachmut, möchtest du dir nicht vielleicht auch mal neue Klamotten kaufen? Ich meine, schau dich an. Halt, nicht so schnell. Erst musst du deine Tapferkeit beweisen. Überleg es dir. Könntest du diese Frau da, könntest du sie erwürgen? Aber ja doch. Dann leg mir den Schal um den Hals, aber hübsch eng. Schnell. Ich will, dass es schnell erledigt ist. Aber ihr könnt die Gleichberechtigung der Frauen nicht aufhalten. Ist sie tot? Aber ja doch. Dann werft sie in die Grube. Mein Gott, sie war so schön. Sie war nur eine Frau. Mein Geliebter erhebt das Schwert. Meine Sünden sind überwunden. Was immer der Tyrann begehrt, er hat mich ergeben gefunden. Der grause Schmeichler sich zu mir kehrt, in den frühen Morgenstunden. Aus seiner Erscheinung, geliebt und geehrt, ist mir das Herz gesunken. Musik.